Ja, grüß euch gut, Madeln und Buben, Unzapft ist und da ist wieder der Peter vom Barbecue Alt Perlach. Wiesentime. Gestern ist unzapft worden und heute haben wir einen Wiesenhändel gemacht. Und zwar ein Original Wiesenhändel, also jetzt nicht so wie viele Leute, wie sie sich vorstellen, sondern so geht ein Original Wiesenhändel. Oh, und es riecht und es schaut aus und es ist gut. Und wie man jetzt ein Original Wiesenhändel macht, da gibt es mir einen kleinen Trick dabei. Die schauen wir uns jetzt miteinander an. Viel Spaß dabei. Das Händel, das Wiesenhändel machen wir heute auf der Rotisserie von Moesta. Moesta, Schnackel, geneigte Zuschauer kennen das schon, die machen diesen Pizzaring. Schaut mal her. Das ist der Ring, den man auf die Weberkugel tut. Die steht da hinten schon bereit. Pizzastein kommt rein und dann kommt man von vorn immer schön die Pizza rein tun. Hinten werden wir ein schönes Feuer machen. Da gibt es ein Video dazu, das verlinke ich euch da oben. Für das Ding gibt es jetzt die Erweiterung. Oder gibt es die Erweiterung mit der Rotisserie? Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Da gibt es zum ersten so ein komisches Teil. Das ist dazu da, hier vorne das Loch zu verschließen, weil bei der Rotisserie wollen wir ja, so geht das, wollen wir ja da vorne kein offenes Loch haben. Also das hängt man da rein mit den zwei Dingern, arretiert das. Und gut ist. Die einfachsten Sachen sind oft die einfachsten. Kann man so sagen. Yes. Die besten Sachen sind die besten und die einfachsten sind die einfachen. Genau so sagen wir das. Dieser Ring hat ja hier so verschiedene Löcher. Da habe ich immer gewundert, wozu. Und jetzt stellt es sich heraus, gell? Auf der Seite gibt es drei. Wenn man da auf die andere Seite schaut, kann man da den Halter vom Motor machen. Das habe ich natürlich schon gemacht. Und der Motor schaut so aus, unspektakulär, Motor halt 230 Volt Anschluss und auf der anderen Seite da kommt dann der Spieß rein. Der ganze Motor wird hier drüben einfach eingekickt, bis er ganz unten ist und gut ist. Was wäre eine Rotisserie ohne Spieß? Den hat man natürlich auch. Der Spieß kommt leicht zerlegt, aber das ist nicht schwer. Also da haben wir einmal das Spießteil, dann kann man dann hier so eine Schraube drauf tun und das Ausgleichsgewicht drauf und dann hinten den Griff. Und wenn man den Griff etwas löst, haben wir das Ausgleichsgewicht hier in alle Größen und Formen, in jeden Abstand einstellen, damit er, wenn das Händler ein bisschen Unwucht hat, diese Unwucht ausgleicht. Ist im Prinzip wie beim Autoreifen, gell? Bloß halt so außen drauf. Dann haben wir hier noch so ein Ringerl, das soll dann zwei Funktionen erfüllen, nämlich zum einen hier auf dieser Schiene, wo der dann reinkommt, nur mal ein bisschen stabilisieren und dann, wenn man da vorne reinschaut, geht die ein bisschen vom Spieß weg. Da könnte man jetzt, wenn man das will, den Fühler von einem Kerntemperatur-Messgerät durch da ins Händel stecken und quasi durch das Loch nach außen führen. Und der hier ist, soweit ich weiß, magnetisch und da könnte man dann das Thermometer drauf pappen. Dem Thermometer wird es natürlich schlecht, weil es dauert mit Draht, aber man hat immer die Kerntemperatur im Griff. Und jetzt fehlt noch was, nämlich gibt hier auch diese Haken und hätte ich mich besser vorbereitet und die aufgemacht, gell? Dann hätten wir es gleich draufschieben können. Also auch die werden einfach nur hier draufgeschoben und dann entsprechend fixiert. So, den zweiten Spalmer, glaubt es mir, auch den kriegt man drauf. Zeige ich euch gleich, wie wir das Händel machen. So, jetzt einmal hier rüber in den Motor. So. Das ist innen, das ist dieser besagte Äumel, was habe ich gesagt, Kabeldurchführungs- und Stabilisierungsmechanismus. Und jetzt stecke ich den mal an. So. Wer hätte das gedacht, gell? Das dreht sich. Bin beeindruckt. Und jetzt stellen wir das Ding auf den Grill und dann geht es ran ans Händel. Jetzt hängen wir den da drauf, den Ring. Der tut der einmal hier hinten auf diesen
Rollenschrauben sitzen und quasi vorn mit den Griffen hier drauf setzt es, da sind die Griffe, da sitzen es drauf, da hinten gibt es auch noch eine Schraube und da sitzt es drauf und dann ist das wunderbar. Und wenn dann das Händel drin ist, dann haben wir unseren Deckel drauf und los geht's uns. Wiesenhändel. Wiesen ist ja was Urbayerisches, Münchnerisches und heute haben wir lauter Sachen praktisch aus dem Umland dazu. Und zwar zunächst einmal das Händel. Hier ein Bratgockel, der kommt aus Markt Indersdorf. Das ist in der Nähe von Dachau. Dann haben wir einen Petersilie, der kommt aus Altperlach, genauso optional ein bisschen an Rosmarin, der ist nämlich aus unserem Garten. Dann haben wir einen Pfeffer, ein Salz und bayerische Butter, etwas milden Paprika, edelsüßen. Dann haben wir ein Weißbier-Kugelbauer, das kommt aus der Hallertau, nördlich von München, sehr leckeres Weißbier. Dann haben wir hier noch eine Schüssel, wo wir das Ganze jetzt gleich vermischen. Unseren Rabmacher, aber das heißt nicht Rab auf der Wiesn, sondern das ist einfach eine Gewürzmischung. Da drüben haben wir unseren Spieß und da vorne haben wir ein scharfes Messer. Und ein Brätlaufer, wenn ich jetzt sage scharfes Messer und ein Brett, denkt sich immer an jemand anders. Jetzt legen wir los. Ha, ein Salz ist ja auch aus Bayern, Bad Reichenhall, Sohle, kommen wir von hier aus, wie lange fahren wir? Dreiviertel Stunde. Da können wir uns das holen aus dem Berg klopfen. Nein, das haben wir natürlich nicht. Der Pfeffer allerdings, der kommt daher, wo der Pfeffer wächst. Und manch einer war ja da schon mal, weil er hier hat sollen, wo der Pfeffer wächst. Also die wissen dann schon, wo der Pfeffer herkommt. Erster und allerwichtigster Schritt, Weißbier. Da gibt es hier ein Glas, ja, das ist jetzt mit kalbem Wasser gefüllt. Bitte nicht motzen über den Verein, der da steht. Dieses kalte Wasser schiebt man im Garten. Habt ihr das gehört, wie das Platsch macht da draußen? Ist Schiffzeit gestern durch. Dann öffnen wir das Weißbier. Und dann schenken wir das Ivy auf der Wiesn jetzt nicht, sondern wie hat Tante Ursel gesagt, rein und rausziehen. Seht ihr es? Und dann schaut das aus wie ein Weißbier. Als Flaschel muss man immer noch ein bisschen rollen oder so, dass man die Hefe rauskriegt. Da drauf. Und somit habe ich meine Ehre als Münchner verteidigt und habe ein Weißbier vernünftig eingeschenkt. Und ein vernünftig eingeschenktes Weißbier, was macht man damit? Genau, Prost, Bub und Mädel. Schon auch was Gutes. So, also dieser Schritt war optional. Braucht es aber jetzt gar Angst haben, gell? Das Getränk am Schluss kommt natürlich auch noch, da habe ich schon noch einen. Und jetzt verrate ich euch noch ein Geheimnis. Meine Großtante, die Schwester von meiner Oma, die hat eine Hühnerbraterei gehabt. Und die gibt es heute noch auf der Wiesn, wird von ihrer Enkelin geführt, die Hühnerbraterei Heinz. Schaut mal vorbei. Wie heißt es aber? Beim Heinz gibt es was Feins. Und dadurch liegt man natürlich das Wiesenhändel im Blut. Und jetzt machen wir endlich statt dem Gelaber unsere Würzmischung. Die Würzmischung, oder der Rub, wie man jetzt da gesagt, ist ganz einfach. 2-2-1. Zwei Esslöffel Salz, zwei Esslöffel Paprika und ein Esslöffel Pfeffer. Salz haben wir schon da. Einer ist drin, dies ist der zweite. Und der Paprika, das ist der milde. Ich würde jetzt nicht unbedingt einen scharfen nehmen, weil der vermutlich ein bisschen bitter wird. So, zwei Esslöffel. Und dann hier unseren Pfeffer. Den machen wir so nach Gusto. Ungefähr so. Und dann, gell, kannst du dir verreimen, sagt man in Bayern, kannst du es dir verreimen. Kann man jetzt auch einzeln aufs Händel tun, aber das spart halt Zeit. Und wenn das Händel sich dreht und man hat das Gefühl, es muss noch ein bisschen was dazu, ja, hätte ich noch gerne ein bisschen mehr Paprika, kann man das aufs drehende Händel noch drauf tun. Also man kann jederzeit nacharbeiten. Jetzt ist wichtig, dass das Händel innen und außen gewaschen wird, trocken tupft und dann kommt das Zeug drauf. Und wir sind bereit. Handschuhe auch, Handschuhe schaut nichts bei Händeln, man weiß auch Salmonellen und so weiter. Deswegen habe ich immer gerne Handschuhe, wenn ich das mit dem Händel mache. Jetzt kommt einfach außen hier großzügig unser Rub drauf, also unsere Gewürzmischung. An der Seite ein bisschen. Das gibt Geschmack. Das sind meine Lieblingsteile, die Händel. Neulich mit unserem Kantinenwirt. Die Flügel.
mit unserem Kantinenwerkstätten. Hat er Händel gemacht, das war gar nicht schlecht, gibt mir der eins ohne Flügel. Das geht nicht. Das sag ich euch. So, der Rab ist jetzt großzügig außen drauf. Dann stellen wir da innen, nehmen wir den auch noch ein bisschen rein. Was wir da haben, kommt da noch rein. Das Händel ist jetzt richtig schön eingerieben, das kann man jetzt bis zu einer Stunde einmal einziehen lassen, muss aber nicht sein. So, das Geheimnis des Wiesenhändels ist das da, Butter, und zwar viel Butter. Also, Butter kommt da rein, und was hinterher kommt, ist der Petersil. Da muss man sich jetzt gar nicht viel Arbeit damit machen. Petersil und Rosmarin hinterher. Und dann kann man theoretisch da noch viel mehr Butter rein. Und da habt ihr jetzt das ganze Geheimnis von einem Wiesenhändl. Butter, bayerische Butter. Weil der Butter dafür sorgt, wenn der so ein bisschen zerfließt, dann läuft der auch außen um die Haxen rum und so weiter. Und wenn er nicht rumläuft, holt man mit dem Pinsel aus dieser Auffangschale raus und streicht auch immer wieder das Händl mit der Butter und den eigenen Säften ein. Auf der Wiesn, auf dem Oktoberfest, haben sie es einfacher. Weil da hängen ja irgendwie Horden an Händel auf diesen Spießen und da ist die Glut hinten. Das heißt, du hast einen Spieß mit 10 Händel, drunter hängt wieder ein Spieß mit 10 Händel und so weiter. Und die oberen Händel befeuchten oder befruchten oder bebuttern praktisch immer die drunter. Haben jetzt wieder abgehängt und umgehängt und so läuft da immer jeder Butter von dem einen Händel ins nächste und so weiter. Und das gibt den Geschmack. Da müssen wir ein bisschen improvisieren, weil wir hier kein Vertikalgrill haben. Und wir machen auch keine 10.000 Händel am Tag. Aber ich kann mich erinnern, als ich 6 Jahre alt war, der geneigte Zuhörer und Zuschauer möge nachrechnen, da war ich noch dort und meine Oma hat noch die Händel ausgenommen auf den Spieß gesteckt. Und da haben wir immer hin müssen und dann haben wir 10 Mark fürs Karussell gekriegt. Deswegen sind wir da immer ganz gern hingegangen. Das Händel ist bereit, spießbereit, das werden wir jetzt auf den Spieß hauen. Da hinten ist der Weber, den versuchen wir so auf 200 Grad indirekt einzuregeln. Da haben wir links und rechts einen Kohlenkorb voller Kohlen. Und dann geht's los. Jetzt ist er aufgespießt, der Gockel, schaut's her. Wir haben praktisch hier haben wir da so Hühnerbondage gemacht, gell, dass das nicht alles abhaut. Jetzt machen wir ja die Klammern fest und es gibt ja verschiedene Arten dieser Schrauben. Wenn ihr eine habt, die so ist, also es gibt ja diese großen Flügelschrauben, dann könnt ihr hier einfach mit so einer Gabel reinstechen und hier nochmal gescheit festziehen. Das geht ganz einfach. Also Gabel rein und festziehen. Vielleicht nicht mit dem Tafelsilber von der Oma, weil dann kann es sein, dass Ärger kriegt und enterbt wird. Aber so geht das ganz gut. Mache ich auf der anderen Seite noch und dann geht's los auf dem Grill. Freue mich schon. Jetzt zeige ich euch noch, wie das mit dem Gewicht geht. Weil ihr kennt es ja, habt ihr was auf der Rotisserie, auf dem Drehspieß und dann entweder bums, fällt es immer so runter oder es läuft irgendwie unwuchtig. Dann nimmt man den Spieß hoch und lasst ihn los. Und da, wo der jetzt runterfällt, da ist die schwerste Seite. Und das Gewicht können wir dann einfach auf die andere Seite nach oben. Und schon haben wir da schön ausgependelt. Und jetzt können wir gleich da einen Test nochmal machen. So, den Test. Seht ihr es? Der fällt nicht mehr runter, der dreht sich schön. Da gibt es keine Unwucht. Perfekt. So geht das mit dem Gewicht. Und da setzt jetzt das Setup links und rechts an den Kohlenkorb. In der Mitte kommt unsere Schale hinein. Die soll das ein bisschen auffangen, was da oben kommt. Und jetzt setzen wir hier unser Händel ein. Und jetzt machen wir mal eine Probedrehung. Hätten wir ja zwei Zeit noch hingekriegt, gell? Läuft ja super, oder? Da war das jetzt noch ein bisschen unwuchtig, kann man das Gewicht noch ein bisschen raus oder reinschieben. Aber im Prinzip geht das wunderbar so, diesen Test, dass man es einfach auf den Finger legt. Angepeilte Temperatur um die 200 Grad. Und wenn das 195 sind oder 210, das ist dem Hedel total egal. Jetzt ist, wie lange drin? Viertelstunde? 10 Minuten? 10 Minuten. Wir schauen mal nach, weil da kommen so
So, zwischen die Geräusche raus. Jetzt schauen wir mal, was unser Händel macht. Übrigens ist nicht das Händel so klar. Das hat 1100 Gramm, also mehr als dieses 850 Gramm Normhändel. Aber der Grill ist so groß. Das nächste Mal haben wir zwei drauf. Jetzt haben wir da unten in der Schale schon ein bisschen Sektor, Butter drin und so weiter. Und dass uns das nicht komplett verbrennt. Schon das zweite Bier im selben Video. Ich probiere das mal. Das ist ein Zoller Zwickel aus Sigmaringen. Hat mir der Master Servoana, der Uwe, mitgebracht. Danke, Uwe, Prost. Ui, das ist gut. Das mag ich gar nicht da rein. Tu aber ein bisschen was rein. Das ist schon mal so ein Stück Butter. Ich will das jetzt mal ein bisschen abtupfen hier. Weil, wie gesagt, das Geheimnis ist ja die Butter. Seht ihr es? Ein bisschen was ist schon rausgelaufen, also meine Theorie von vorher. Jetzt muss ich mal kurz Pause machen. Hier. Und dann tupfe ich hier ein bisschen auf und seht ihr, wie saftig das ausschaut. Der Mensch dann immer so ein bisschen. Ja, hallo! Ja, der Michi ist jetzt auch da, grüß dich Michi! Und hier werden wir uns ein ganz bisschen einstreichen. Und dann immer so von unten, wenn das ein bisschen eingedickt ist, da nach oben einsteuern. Halbe Stunde vergangen, wir schauen einmal wieder rein. Und das klingt sehr gut. Wie schaut's her? Es nähert sich farblich. In diesem Händel, gell? Jetzt ist hier ein bisschen weg, das runtergelaufen vom Händel. Da hinten haben wir unser Bier. Da schaut es her, wie es schön. Und genau das, was da runter läuft, das nehmen wir wieder auf und schmieren es wieder drauf, gell? Da meint das Händel, es kann uns da die Sachen vorenthalten. Wir sind aber nicht blöd. Holen sie es von da unten und werden es drauf. Und wer mag, kommt wieder ein bisschen Butter dazu da. Stunde vorbei, es riecht wie ein Bierzeug, außer die Ausdünstungen von dem Suffen. Schauen wir mal rein, messen mal die Kerntemperatur. Meine dritte Hand ist so nett. So, schaut das geil aus. Und jetzt möchte ich doch einmal schnell schauen, was das da hat. 81 Huhn soll ja immer gut durch sein. Das heißt, das Händel ist fertig, aber die Flügel sind knusprig, das hier noch nicht. Jetzt werden wir einen Deckel wieder drauf. Geben ihm noch 5 Minuten bei alles offen, voller Hitze und dann wird es knusprig sein und dann essen wir. Also ich habe jetzt alles aufgemacht, oben und unten. Und da unten ist auch, schaut's, gell, hier, voll auf. Schauen wir mal rein, müsste fertig sein. Oh. Knusprig, knusprig, knusprig. Holen wir jetzt runter und dann schauen wir uns das einmal en Detail an. Ja, und so schaut es aus, wenn es denn fertig ist. Unser Wiesenhändel, schaut her. Ich würde am liebsten gleich was runterrupfen. Ein bisschen angemacht mit Radieschen, Tomaten und am Salatblatt. Das sind alles reine Formsachen, weil es geht nur ums Händel. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und wisst ihr, was das Beste ist vom Händel? Der Flügel. Muss ich alle zwei schnell essen, bevor ich meinem Sohn sage, dass das Essen fertig ist. Ach, ich habe nur zwei Flügel. Wir brauchen Hühner mit 4 Flügeln. Das ist geil. Oh. Paradies. Dann habe ich natürlich noch das Getränk. Und schaut her, Wiesen, gell? Maskrug. In eine Maskrug gehen 2,5 rein. Schaut her. 2,5. Und das ist nicht irgendein Bier. Das ist ein Augustiner Oktoberfestbier. Augustiner übrigens die einzige Brauerei, hast du das gewusst, Michi? Die auf der Wiesn auf dem Oktoberfest noch aus dem Holzfass ausschenkt. Holzfassel haben wir keins gekriegt, aber Glasflaschen haben wir gekriegt. Die machen wir jetzt auf. So, Gruß an alle meine Freunde im Rheinland. Das ist ein Glasl Bier. Also, ich probiere es einmal. Prosit. Tauchen könnte man drin, muss aber vorher ein bisschen abnehmen. Ist zwar ein großes Glasl, aber das ist jetzt für mich, sagen wir mal, ein bisschen zu klar. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Original-Wiesn-Video
Spaß gemacht hat. Wenn dem so ist und ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid, da oben kommt irgendwo der Abonnier-Button, draufdrücken, glücklich werden und auch nächstes Jahr mit mir wieder ein Wiesenmaß trinken. Ansonsten würde ich mich über einen netten Kommentar freuen, einen Daumen hoch und ja, dann, also viel Spaß auf der Wiesn, Ozapft ist und bis bald, pfiat's euch!